Hallihallo, Hallo, ihr Lieben, du vom Guru. Hey, wir haben versucht, im Stereo zu starten. Hinter der Tüte hat sich Chris versteckt. Richtig. Hinter der Takis-Tüte. Heute werden nämlich Takis Sriracha Ketchup getestet. Ja, und ich habe schon gehört, da gibt es sehr viele Sorten von. Jeden Monat kommt gefühlt eine neue Sorte raus. Takis Blue Heat. Wurden die nicht auch mal irgendwie hier gesperrt? Ja, es gab einen Takis-Rückruf, das betraf aber die Takis, die in Mexiko hergestellt werden. Weil sie eine Zutat, glaube ich, drin hatten, die hier Allergie auslösen kann, die nicht zugelassen ist für den europäischen Markt. Die Takis, die man aber in Deutschland bekommt, werden zu 80, ja, zum größten Teil aber in Spanien hergestellt. Deswegen waren die vom Rückruf nicht betroffen. Diese Takis sind aber, glaube ich, auch importiert. Na, dann ist ja eine gute Voraussetzung. Ja, her damit hier. Allergische Reaktion hat bekommen noch. Aber die kommen aus, ach guck mal. Ich will gleich aussehen wie der Glöckler hier. Stimmt, das sind Takis aus Mexiko. Sind die Mexiko? In Mexiko. Ah ja, drauf. Na, ja, ist ja super. Da haben wir also die Original. Die sind eine Ecke schärfer, man sagt immer. Aber die Takis-Liebhaber da draußen. Immer rein damit, ich wollte schon immer rein damit. Beinen wie Drache. Rein in die Futterluke. Die sagen tatsächlich, dass die Takis aus Mexiko die besten sind. Die große Tüte hat mich so 8 Euro gekostet. Das hole ich mit diesem Video niemals wieder rein. Aber ich investiere das hier gerne. Chris war hinter der Tüte, weil er scharf nicht isst. Sonst würde einer kotzen und zwei würden essen. Richtig. Einer kotzt und zwei würden essen. Da wären wir schon wieder bei Three Boys, One Cup. Aber das will natürlich keiner sehen und auch keiner machen. Das soll ja jugendfrei bleiben und auch geschmackvoll bleiben. Ich habe noch nie Takis gegessen. Ja, dann probier doch mal. Nee, nee. Aber vielleicht nicht. Ich gönne das ja mal einschätzen. Chris, guck, die sind mir zu unseriös, die Dinger. Hier steht Hot Picante. Ja, die kann man bestimmt essen. Also die Zutaten, guck mal. Ich habe schon genug hochwertige Zutaten. Kann ich noch Takis gebrauchen. Hochwertige Zutaten. Zwiebelpulver, Nelke, Paprika. Vom Start. Es ist ja hier dieses... Die Farbstoffe waren es übrigens. Alua, Rot und sowas. Es ist manchmal so ein bisschen... Wenn es aber ausgewiesen wird, ist es in Ordnung. Es war auf den anderen nicht ausgewiesen. Was steht da? Hot Pregnant? Was? Weiß ich nicht. Also wenn ich Pikant. Ich habe gelesen. Pikant. Nein. Hot Pregnant. Nicht. So, jetzt. Das ist eine Kategorie. Die sind wirklich hot. Weißt du, die riechen? Die sind rot, ne? Ja. Yeah. Also riechen eigentlich ganz gut. Die riechen ja wie eine Feuerstelle. nee, das ist ich nicht. Boah, guck mal. Die sehen schon aus. Alter, ne, geht gar nicht. Boah, unsere Zungen sind noch blau. Nee. Auf gar keinen Fall. Die sind, glaube ich, echt feurig. Nimm mal einen rein. Einfach mal rein damit. Ja. Genau, Ketchup Sriracha aus Mexiko. Ketchup Sriracha, vamonos. Jetzt geht's los. Das gucke ich mir an, das Elend. Wow. Ja. Geht halt. Intensiv, ne? Mhm. Fruchtig. Mhm. Aber ich finde es gar nicht zu scharf bisher. Ich glaube, das kommt erst, wenn du mehr davon isst. Ja. Mal der erste. Dann summiert sich die Scheiße. Der ist eher pikant. Aber das mit Sriracha schmeckt ganz gut. Ne? Man schmeckt das richtig raus. Das ist richtig gut. Mhm. Also, sie sind auch nicht scharf, finde ich. Ich gebe nochmal zwei, drei, ja? Ich dachte, ich speie gleich wie ein Drache, aber gar nicht. Nee, nee. Gehen tatsächlich wirklich. Mhm. Mach mal zwei auf einmal. Kann man. Ich habe ja auch zwei was auf einmal gegessen. Aber ich glaube, bei diesem Takt ist es manchmal auch so, desto mehr du isst, desto mehr bleibt irgendwo die Schärfe hängen. Mhm. Beim dritten, vierten, die sind schon echt cool. Und es fängt natürlich auch am Finger dran zu kleben. Also wenn du ein weißes Sofa hast, solltest du es nicht abwischen. Das sollte man. Und wenn man auf Toilette geht, vorher Hände waschen. Richtig. Und nachher. Richtig. Kann auch sehr unangenehm werden. Richtig. Auch vorm Sex immer. Wenn man Takis davor ist. Ja, das stimmt. So. Ketchup Sriracha, ich finde die voll geil. Lecker. Mhm. Echt, die sind wirklich gut. Mhm. Hast du schon mal andere Takis gegessen? Nee, das sind meine ersten, muss ich gestehen. Ach, wie cool. Und dann gleich mit einer leckeren Sorte eingestiegen. Sind die auch sehr intensiv. Probier mal, Chris. Ja. Also wirklich, ich möchte jetzt nicht deinen Magen zerstören, aber... Die sind die Scheiße. Ja, lecker, lecker. Mhm. Das war jetzt aber sehr mutig. So. Oder? Rein damit hier. Ja. Echt lecker. Spielst mit Milch nach und dann kriegst du okay, du. Ja, das ist ja. Und ich finde auch dieses Fruchtige... Also 9 Punkte, was gibst du, Max? 9 von 10. Ich sag 10 von 10. Ich mach geil. Seht ihr, also das ist eine Sorte, die sollte man auf jeden Fall probiert haben. Kann man sich, sollte man sich gönnen, gerade als Takis-Fan. Mhm. Ja, aber man hat auch richtig noch so einen Geschmack da drin. Häufig sind die ja wirklich so... Einfach pappig und lasch, das stimmt. Und die haben wirklich von Anfang an einen intensiven Geschmack. Chris, was hast du dann? Ja, super. Okay, Meinung enthalten. Ihr Lieben, das war mal ein kurzes, knackiges Takis-Video. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Taki, taki. Tschüssi. Tschüss.